Okay, hier ist nichts. Ja gut, dann mache ich noch eben kurz die 11 Minuten weiter, ne? Ob wir die drei Folgen dann gesamt voll haben. Alles klar. Sieht nicht so einladend aus. Ich gehe wieder, tschüss. Ach schade, da komme ich nicht hin. Ah, guck mal, eine Batterie. Wie viel haben wir? The road to the mine is somewhere around here. Okay, somewhere around here. Ich bin ja also richtig und da will ich mich schon verstecken. Geht auch gar nicht, okay. Somewhere around here. Irgendwo über dem Regenbogen. Haha, lustig. Okay, nee, kann ich da? Okay, wahrscheinlich nicht. Da ist irgendwas drunter. Was leuchtet da so? Hä? Was ist das? Was haben wir denn? Oh. Da kann man rein. Ich habe das unter dem Ding absolut nicht gesehen. Ohne Scheiß. Ich habe es nicht gesehen. Der war ja auch richtig mies versteckt jetzt irgendwie. Ach, guck mal. Das funktioniert also auch. Was kann ich jetzt hier Tolles machen? Ich wollte aber noch mal ganz kurz, bevor ich hier lang gehe. Da. Hier ist wieder ein Noss. Den haben wir ja jetzt auch endlich mal gesehen. Oh, guck mal, eine Batterie. Sonst noch irgendetwas? Ich muss gleich die Batterie wechseln. Ich weiß. Ich weiß. Kann man nicht drehen. Okay. Aufnahmen noch ganz gut aus. Ich brauche jetzt wieder eine Aufnahme, um zu sehen, ob ich eine verpasst habe. Habe ich das nicht schon geschoben? Nee, das habe ich nicht geschoben. Okay. Ich dachte erst, hier wäre ich schon gewesen. Wo ich da aus der Kapelle abgehauen bin. So, ist hier irgendetwas Tolles? Vielleicht ein Weg zur Mine? Oh, ja, mach ich gleich. Ist ja auch noch toll, irgendwie so durch. Haben wir hier noch irgendwas? Ne. Hier versteckt sich ja gerne immer irgendwas. Ja gut, finde einen Haken, mit dem du... Achso, jetzt muss ich noch einen Haken... Oh mein Gott, okay. Dann suchen wir halt einen Haken. Wir suchen den Haken an der Sache. Und ich habe keine Ahnung, wo der ist. Der hängt doch bestimmt hier auch irgendwo. Muss man doch bestimmt irgendwo abnehmen, oder nicht? Der muss rein theoretisch, dass hier nichts anderes gibt, müsste der eigentlich hier drin sein. Eigentlich müsste der hier sein. Ah ja, lol, hier, einmal übersehen. Oh, Kapitel 1. Kapitel 1. Erstens, die Worte Sullivans, der der neue Ezekiel sein werde, der Prophet sein werde, der Führende werde, die zerstreuten Fremden eines gefallenen Christus und des Schulen Zions, der Pueblos, der Jicarilla, der Mescalo und der Navajo. Zweitens, der Ausgewählte gemäß des Blutes geweint bei der Offenbarung der Vorwissen des Feindes selbst am Tor und den bröckelnden Mauern und Gehorsamkeit dem Blute des Herrn und Jesus Christus, Gnade sei mit dir, aber Feinde nicht, aber Friede nicht. So. Drittens, mit ihm, der blind ist gegenüber dem faulen Erbe entweihtem Glaubens, dem Lügnern von Babel und die Huren von Babylon, die den Teufel zeugten, der ein Lügner und Vater der Lügen ist, O Sion.
dass du steinigst deine Propheten, die dir gesandt waren, auf dass dein Haus verlassen bleibt und dass du vergießt das Blut deiner Bastarde und damit den Weizen nährst, der deinen Nachwuchs mästet. Fünftens, denn alles Fleisch ist Gras für die Mast der Opferochsen, der frivlerischen Kälber, Obaal oder Obaal, Oel, Ogugalana, Omoloch, doch es ist Gras, das verdorrt und gedüngt wird vom Blut und sich ausbreitet. So komischer Text hier. Denn die Stadt des Propheten wird dem Feind entwurzeln, dass der Prophet hachsüchtig ihn erschlagen kann, den Bastard der Lügen, erzeugt in seiner eigenen Sünde, geheinigt durch sein eigenes Blut, vergossen von seinem eigenen Fleisch. Oder eigenen Fleisch. Hallo, ich will hier Zeug. Gut. Der Haken an der Sache. Hier ist ein kleiner Raum, da ist eine Tür. Da kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Haken, Haken, Haken. Kein Haken, kein Haken. Oder ich übersehe ihn wieder. Übersehen. Noth, komm, sag mir mal, wo der Haken ist. Ich nix finde einen Haken. Gut, anscheinend ist er hier nicht, dann ist er hier draußen irgendwo. Haken. Road to the mine is somewhere around here. Somewhere around here. Ja, ich hab den gefunden, nur wir brauchen den Haken. Und ich hab keine Ahnung, wo der ist. Ich kann mir schon vorstellen, wie der aussieht. Ich überlege gerade, ob der hier irgendwo, so wie die Schaufel hier oder wie die Mistgabe ein Ding da hängt. Im Heu. Wow, Alter. Ist okay. Ich wollte eigentlich gar nicht lang. Hier ist eine junge Kuh. Da ist hier der Haken. Irgendwo. Haken? Nö, es fängt das schon wieder an. Let's find the Haken. Hängt da hier auch ein Baum? Ich bin ja auch schon fast dafür, dass der irgendwo hier drin ist. Nur hier gibt es keinen Eingang. Rübersprengen kann man auch nicht. Ja, okay, wahrscheinlich eher nicht da drin. Ja, Haken. Hat hier jemand einen Haken verloren? Was? Warum habe ich das davor nicht gesehen? Ihr seht mich nicht. Sieht mich echt nicht. Nee, muss gar nicht so scheiße gucken. Muss gar nicht so scheiße hier rüberkommen. Ich komme hier nicht mehr raus. Piss dich. Also die redet mit Gott. Das heißt, der Haken ist hier, sonst wäre die jetzt hier nicht rausgekommen. Welchen Haken hat verfolgt die uns? 100 Pro. Oh! Alter, hab ich mich gerade erschreckt. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass der hier durchgeht. Okay. Ja, ich weiß doch auch wo. Ich muss den verkackten Haken finden. Wo ist der?
Er ist ja quasi wie ein Pömpel. Gut, das war eine Taschenlampe. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Irgendwo hier muss doch der Haken sein, oder? Hallo, hast du einen Haken gesehen? Ja. Enchain nicht. Also so viele tote Tiere. Ekelhaft. Auf einmal das Geräusch weg. Wow! Was war das? Alles klar. Hier muss es doch irgendwo einen Haken geben. Dankeschön. Abspielen. Meat hung to cure. Hooks through their Achilles tendons. Ja, das war wahrscheinlich dann auch der Hinweis. Hooks. Na gut, hier kann man auch durch. Ja. Wahrscheinlich liegt hier irgendwo ein Haken. Ah, okay, hier muss ich was machen. Hier kann man leider nichts mehr holen. Öffnen? Okay, nicht okay. So. Da haben wir den Haken. Wow, 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 wow. Immer mit der Ruhe. Kommt die jetzt hier heilen? Oder hat hier die Tür... Okay, die Tür vorne zugemacht. Ich weiß ja, wie ich rauskomme. Das ist ja... jetzt nicht das Problem. Gehen wir halt einfach hier raus. Wir rennen jetzt einmal, weil die eh hinter uns sein wird. Die ist hier. Muss da gar nicht auf mich warten. Blöde Kuh. Warte da nicht. Das finde ich nicht so geil. Okay, was ist denn da los? Seltsame Dinge geschehen. Steht doch da vorne. Jetzt ist sie weg, oder was? Wirklich? Warum? Warum ist sie jetzt auf einmal weg? Okay. Gefällt mir hier ganz und ja nicht. Ja, klar. Zack. Heil dich. Ich wusste das nicht. Nein! Geh weg! Ah, zum zweiten Mal weggetreten. Dumme Kuh. Okay, nicht anhalten. Werde ich machen. Also, ich werde nicht anhalten. Errungenschaft freigeschaltet, Babylon. Was? Ganz kurz. Jetzt gucken. Sehe die Minen, in denen Lynn gefangen gehalten wird. Ah, guter Spoiler, dankeschön. Auf wen werden wir da drin wohl treffen? Wen? Was war denn das jetzt? Hallo? Warum euch jetzt Schaden? Ach so! Ah.
Und gegen Kaktus gelaufen, alles klar. Oh nee. Das sieht sehr einladend aus. Das sieht ja sehr einladend aus. Erstmal gucken. Was mit liebe Martha, habe ich nur gelesen. Liebste Martha, meine meistgeliebte, vertrauteste, meine intime Gefährtin seit deiner Kindheit. Ich weiß, dass dein Glaube unvollkommen ist. Ich weiß, dass Zweifel an deinem Herzen nagt und Tränen deine Wangen waschen. Du glaubst, dich des Mordes sündig gemacht zu haben. Doch erhöre mich. Du würdest nur sündigen, würdest du nichts tun. Wenn du einen wilden Hund nicht in Ketten legst, bist du nicht schuld, wenn er ein Kind angreift. Wenn du die Spinne in der Krippe nicht tötest, bist nicht du schuld an ihrem giftigen Biss. Wenn du ein Feuer nicht hemmst, bist nicht du schuld an jedem Unschuldigen, der brennt. In jedem Fall macht Hellkeit dich zum Mörder. Und so gilt, jedes Leben, das du nicht nimmst, das der Feind sein könnte, wäre durch Hellkeit ermordet. Kapier gerade den Satz nicht, egal. Den der Feind ist wild und giftig und ein hungriges Inferno fehlt nennen. Halte durch, stoße das Messer, du brauchst keine Vergebung, denn du hast nicht gesündigt. Wisse, dass Tempelgeld dich braucht. Wisse, dass ich dich liebe, dass Gott dich liebt. Noth. Oh, Noth hat das geschrieben. Ich habe da was vergessen. Geil. Ist mir jetzt auch egal. Wir haben so viel hier gesammelt. Klar. Ich bin jetzt in der Schule. Genau. Überall steht da Jessica. Okay, ganz kurz die Aufnahme angucken. Ja, das war so klar. Das ist rückwärts. Oh ne, jetzt fängt das schon wieder an. Alles klar. Geht's hier auch lang? Oh nein. Soll ich zwei Wege? Okay, links oder rechts? Welchen gehen wir? Den. Ich gehe den Weg. Weil hier ist nämlich schon so Licht und ein Klassenraum. Ach was, nee, du willst mich doch jetzt verarschen, oder? Liegen dort... Ah, ich kann das nicht sehen. Liegen dort die Lüftungsschächte auf dem Boden? Ihr wisst wieso, ne? Oh, what the fuck. Ihr wisst, warum ich das frage. Weil da sind wir doch irgendwann mal reingekommen. Dann sind wir durch diese Tür dort durchgegangen, weil wir hier nicht durchkamen. Ich weiß, wo wir sind. Da sind wir durch die Lüftungsschächte hier in die Schule reingefallen. Jo! Puh, Alter! Säule. Ich geh da jetzt nicht lang. Okay, wahrscheinlich muss ich da alle. Oh nö, ich kann auch noch hier rein. Leck. Papiertaschen. Alter, ernsthaft? In der Schule? Ach so, da komme ich dann. Okay. Dann habe ich hier ja nichts verpasst. Hier muss ich wahrscheinlich rein. Was? Hallo? Das war jetzt gerade für ein Geräusch. Ich gehe erstmal da rein. Was? The Hangman Game. The plan that Jesse used to play. Da ist gerade jemand lang gelaufen. Jessica would have left the hangman somewhere for Lynn to find. Alter. OVL. Die haben schon mit solchen mathematischen Formeln hier gerechnet. Kann ja auf jeden Fall dann keine Kinder gewesen sein. Bisschen heavy dann. Eine Karte von der USA. Alles klar.
Hier kommen wir aber nicht weiter, ne, weil dieser Raum zwei Türen hat. Ah, okay. Hier sind auch Taschentücher. Alter, ich weiß nicht, was die Lehrer hier gemacht haben. Ich renne jetzt mal ein bisschen. Ach so. Sehr gut. Hier kommen wir dann also nicht weiter, weil das der falsche Weg war. Bin ich froh, dass ich zuerst den falschen Weg gegangen bin. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Oh, Alter, ich mich gerade erschreckt. Holy shit. What the fuck, da kam schon wieder. Irgendwas fliegt mir hier hinterher. Alter, ich habe mich gerade so hart erschreckt, ne? Das hast du gerade ordentlich gegeben. Ich wette. Nee, diesmal nicht. Ich habe mich gerade so zusammengezuckt, ey. Wow. Okay, es liegt ja an diesem Gang. Hallo? Oh nein. Was? Das war unsichtbar. How the fuck do I get out of here? Nee, warte mal. Finde einen Weg hier raus, okay. Das hatten wir schon, ne? Das hatten wir schon. Ja, ist gut. Ich will da nicht durch. Ich will hier nicht durch. Warte mal, finde. Hä, hier geht's. Warte mal, irgendwas habe ich hier doch übersehen. Hier habe ich doch irgendwas übersehen. Wow. Das Maul. Ja, ich weiß, wäh. Nee, diesmal nicht, okay. Hier oben ist aber auch nichts. Finde einen Weg hier raus. Ja, aber wo? Guck mal, da kann ich auch noch rein. Da. Wie komme ich da hin? Das ist da hinten. Das heißt rein theoretisch. Hier. Aber da komme ich nicht durch. Kann ich da irgendwie. Warte mal. Nee. Nee. Das geht nicht. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. So, da kann ich auch nicht mehr hin. Hier kann ich nicht durch. Das heißt, muss ja dann doch hier sein. Oder? Ich weiß es nicht. Das ist hier auf dieser Seite. Das finde ich den Weg schon wieder nicht. Ich würde auch schon längst eine Aufnahmepause machen. Stattdessen mache ich einfach weiter. Easy. Hm. Hat es ja doch irgendwas mit diesem Raum hier zu tun. Kann ich hier mal irgendwie. Hallo? Hä? Sieht aus wie Wasser, haben wir extra ernsthaft eine Wassertextur drüber gelegt. Und diese Tür ist blockiert, da muss man außen rumlaufen. Ah, eine Batterie, okay, ich dachte schon, da geht's weiter. Jetzt hatte ich gerade die Hoffnung und dann verarscht es mich voll. Ich habe noch keine Ahnung, was da angeht. Ich war jetzt fast in jedem Raum, habe versucht, da irgendwie was zu finden. So von wegen,
irgendwo da durchkriechen oder irgendwo drüber springen oder irgendwie eine Decke, wo man durch kann. Ich finde nichts. Hier, warte mal, das ist doch... Ich habe es auch nicht gesehen, was da drauf war, weil ich das so schnell weggeklickt habe. Es geht einfach nirgendwo weiter. Es geht nicht. Aber ich glaube, dann werde ich jetzt an dieser Stelle hier nämlich die Aufnahmepause machen. Das bietet sich nämlich gerade wirklich sehr gut an. Also ich nehme an, dass es irgendwas hier... Keine Ahnung, was man nicht sehen kann, sondern was man erraten muss oder so. Ich weiß es nicht. Gut, dann war ich an dieser Stelle eine Aufnahmepause und bedanke mich fürs Zuschauen. Und jetzt gehen halt die Folgen mal ein bisschen länger. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Outlast 2, in dem ich dann wahrscheinlich auch weiß, wie es weitergeht. Also wie wir hier rauskommen. Bis dahin. Tschüss.